Schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten ein bisschen Sorge, ob wir in dieser ganzen Corona-Zeit den richtigen Zeitpunkt erwischen zwischen den Wellen und so weiter, wirklich den Saal voll zu kriegen. Aber das sieht doch mal gut aus. Da müssen wir uns nicht dumm vorkommen irgendwie, wenn wir hier hohe Gäste haben, sondern wir haben wirklich Publikum da. Wir erleben hier das konstruktives Publikum, nehme ich mal an. Ja, das war hier jetzt keine Show erleben, wie wir die teilweise im Internet haben, äußerst destruktiv zum Teil auch. Hier sind wir, um konstruktiv zu arbeiten und zu begleiten und die Legalisierung in richtige Bahnen zu leiten. Aber ich fange mal noch mit ganz, ganz wenig organisatorischen Sachen an, bevor wir jetzt in die Politik einsteigen. Erstens Slido. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal auf die Seite gegangen seid, die App vielleicht sogar schon mal benutzt habt. Ich glaube, dass hier viele Leute sind, die sonst nicht groß auf Konferenzen gehen. Wir wollen eure Meinung wissen. Das ist der Sinn dieser ganzen Konferenz hier. Deswegen haben wir sie gemacht zum ersten Mal wieder seit 3 Jahren, obwohl wir Verluste machen damit und wie angekündigt mit den Weihnachtsspenden das Ganze ein bisschen zufüttern müssen, damit es möglich wird. Aber es war jetzt wichtig, dass wir für diese Frage, wie soll legalisiert werden, eure Meinung einholen können, weil wir sind ja eure Vertretung, eure Interessenvertretung. Deswegen brauchen wir eben auch eure Meinungen, euer Zutun. Und das unter anderem wollen wir machen, indem wir diese App benutzen, Slido. Ich weiß nicht, wie das die anderen Moderatoren morgen machen. Ich werde eine der ersten Sessions selbst morgen moderieren und euch ganz am Anfang sagen, so, jetzt geht mal auf die Seite Slido. Und das könnt ihr auch vorher schon machen. Wäre vielleicht schick, wenn viele das schon gesehen haben. Gerade die irgendwie mit Internet nicht so viel am Hut haben, mal Slido angucken. Ja, also Abstimmungs-App-Gedöns. Damit werden wir euch morgen ein bisschen ausfragen, vielleicht auch ein bisschen triezen, je nachdem, wer sehr damit Schwierigkeiten hat. Aber alle sagen, es ist ganz einfach, super easy und so weiter. Also wir kriegen das hin, ja, aber stellt euch drauf ein. Ein bisschen Internet und vor allen Dingen füttert eure Smartphones vorher. Ja, die Dinger sollen keinen Hunger haben, wenn ihr morgen früh hier ankommt, sonst habt ihr verloren. Am Ende könnt ihr nicht mit abstimmen. Also schön füttern über Nacht, Strom anschließen, damit ihr mit 100% hier ankommt. Dann könnt ihr mit abstimmen und nochmal der Hinweis auch, das sind keine wirklich entscheidenden Abstimmungen im Sinne von, dass wir das alles genau so machen, wie es hier im Prinzip die Meinungsbilder ergeben, sondern diese Abstimmungen sind Meinungsbilder. Wir werden die mitnehmen, mit einbeziehen in die Überarbeitung unserer Eckpunkte, aber genauso auch für die Kommentare auf unserer Homepage, genauso wie wirklich fachlich, sachlich, sinnvoll, inhaltliche Hinweise, ja, auch Sachen, die vielleicht fehlen in unserem Eckpunktepapier, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Man hat natürlich jede Menge Lücken immer noch, das ganze Ding. Und die Frage ist, was ist denn noch wichtig, was dann noch zu sich rein muss? Auf jeden Fall werden wir eben diese ganzen Impulse mit einfließen lassen und die Meinungsbilder sind einer davon. Ja, das ist jetzt dann also nicht endgültig so, wie das jetzt hier abgestimmt wird, weil ja auch nicht repräsentativ ist, die Leute, die dann in so einer Session dann morgen sitzen. Das sind halt die super interessierten Nerds, die sich hier versammeln, ja, die Speerspitze der Nachdenkerei über die Details der Legalisierung. Und unsere Mitglieder schreiben vielleicht was ganz anderes da rein oder denken was anderes. Kommt auch darauf an, wie deutlich diese Abstimmungen ausfallen. Wenn die Mehrheit super klar ausfällt in irgendeine Richtung, ja, ist halt was anderes, als wenn es 49-51 ausfällt oder was dann morgen in irgendeiner Frage da in den Sessions. Ja, das dazu noch ein Hinweis soll ich bringen. Nochmal der Hinweis für diejenigen, die nicht nur Tabak rauchen, mögen das bitte in unserer Lounge machen, also natürlich die Patienten. Ja, die Patienten, die Cannabis konsumieren dürfen, können das hier in unserer Lounge machen, dafür haben wir die. Ich meine, Zigarettenraucher dürfen auch rein, ist eine gute Rauchabzugsanlage da drin. Aber hier die Besitzer oder Betreiber der alten Münze haben uns gebeten, da nochmal zu gucken, dass das nicht auf dem Hof hier draußen passiert. Ja, also nicht draußen medizinieren, sondern im vorgesehenen in Lounge. Das war schon das ganze Zeug hier mit Orga, sehr schön, angenehm, schlank das Ganze. Wir können also sofort loslegen mit unserer Politikerrunde. Und ich weiß, dass manche, so wie ich, durchaus auch diese Leute feiern, ja, weil das die Leute sind, die vorwärts gehen in ihren Fraktionen, in ihren Parteien und so weiter und für uns da arbeiten. Manche sind aber vielleicht auch sauer. Die denken, das dauert alles viel zu lange und das sind alles Leute, naja, so richtig begeistert bin ich nicht. Diejenigen bitte ich trotzdem jetzt mal fett zu applaudieren, weil die Leute überhaupt hier sind, weil die sich uns und euch stellen, unseren Fragen und bereit sind, mit uns hier darüber zu reden, auch wenn sie vorher vielleicht viele solcher kritischen Anmerkungen eingefangen haben. Ja. Ein großer Applaus erstmal dafür, dass sie da sind. Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen.
Christine Lüttke von der FDP und Carmen Wegge von der SPD. Bitte einmal auf die Bühne. Sucht euch einen Platz aus. Und eigentlich hatten wir noch einen weiteren Gast, einen vierten, den Artesh Gürpinar. Der hat ganz kurzfristig abgesagt, vor wenigen Stunden, weil er einen Unfall hatte, hat uns aber noch ein Grußwort dagelassen. Und das gibt mir den schönen Anlass, hier gleich noch meine Kollegin Maria Krause vorzustellen, die das Grußwort vorlesen wird, jetzt hier vortragen wird. Und das ist von daher auch nicht schlecht, weil sie sowieso hier inhaltlich, was das Programm angeht, diejenige ist, die am meisten hier mir geholfen hat, das Ganze hier zusammenzuschrauben. Jedenfalls, was die inhaltlichen Fragen angeht, wäre ich vollkommen lost gewesen ohne Maria. Von daher, hier habt ihr Maria und das Grußwort von Artesh Gürpinar. Ja, vielen Dank. Genau. Ich bin Maria Krause, ich bin die politische Referentin beim Deutschen Hamverband und freue mich sehr, dass ihr alle heute Abend hier seid. Und genau, es ist wirklich sehr, sehr schade, dass ausgerechnet der linke Oppositionspolitiker nicht dabei sein kann. Aber immerhin hat er sich die Mühe gegeben, heute noch ein Grußwort an uns und an euch zu richten. Und das möchte ich gerne einmal vorlesen. Liebe Cannabis-Freundinnen, liebe Cannabis-Normalkonferenz. Sehr gerne hätte ich heute Abend mit euch über die spannende Zukunft von legalem Cannabis diskutiert. Aufgrund eines Unfalls heißt es für mich aber leider Krankenhausbesuch und Bettruhe. Stadt-Happening in Berlin. Die bevorstehende Legalisierung von Cannabis bedeutet einen großen Schritt in Richtung einer wissenschaftlich fundierten und sozial progressiven Drogenpolitik. Diesen Erfolg rechne ich in großen Teilen dem jahrelangen Druck und Aktivismus von euch an, der Cannabis-Community. Jetzt geht es an die spannenden Fragen. Wie soll eine kontrollierte Produktion und Abgabe von Cannabis ausgestaltet sein? Wie ihr euch denken könnt, wollen wir als Linke in Cannabis keine Goldgrube für Profitgeier vorfinden, sondern fördern und fordern die Möglichkeit eines aufgeklärten und reflektierten Konsums. Ich freue mich auf die zahlreichen Gelegenheiten in naher Zukunft, diese Fragen mit euch und meinen Kolleginnen aus dem Bundestag zu diskutieren. Damit ihr wisst, dass ich trotz Abwesenheit nicht untätig bin und was ich heute liebend gern genauer vorgestellt hätte, sind drei Anträge für den Bundestag, die noch vor der Sommerpause fertig sein sollen. Zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumentinnen, für differenzierte Regelungen in Bezug auf Cannabis und Fahrerlaubnis sowie für die Entkriminalisierung von Konsumentinnen sogenannter harter Drogen. Insbesondere die ersten beiden Anträge sollen schnell durch den Bundestag, damit während der Debatte um Legalisierung nicht weiterhin täglich Menschen Opfer der absurden Prohibitionspolitik werden. Der dritte soll anregen, auch mit anderen illegalisierten Drogen und insbesondere deren Nutzerinnen anders umzugehen ist. Einen berauschenden Kongress wünscht euch euer Artesh Gürpinar. So. Ich werde Ihnen dem Applaus ausrichten. Vielen Dank und damit gebe ich das Wort wieder an Georg. Ja, danke Maria. Und auch von hier aus, vielleicht sieht Artesh nachher noch, dass die Aufzeichnung von dem Opening hier, also auch von hier aus, gute Besserung. Ich hoffe, da wahrscheinlich, ich hoffe, er hat es nicht zu böse erwischt. Ihn hat es nicht zu böse erwischt und er wird bald wieder fit sein. Er bleibt auf jeden Fall bei der Ankündigung, diese drei Anträge zu machen, wie in unserem Interview schon, was wir geführt haben. Wir wurden auch schon wieder alle ganz unruhig. Ich greife mal zwei Stichworte auf. Stellt selber noch ein paar Fragen, die ich jetzt unbedingt noch loswerden muss, die sowieso kommen sozusagen und zwei, die mich eh interessieren. Aber dann, wie morgen auch die ganze Zeit, seid ihr dran, dass eine extrem beteiligungsmäßige Cannabis-Normalkonferenz, viel mehr als sonst sowieso schon. Aber fangen wir mal mit der unangenehmen Frage an, wo wir offensichtlich alle einen Dissens hier haben irgendwie und sich alle ärgern, inklusive mir, dass das offensichtlich abgelehnt wird, nämlich die schnelle Entkriminalisierung, wie das Gürpinar auch angekündigt hat, jetzt, dass der Antrag kommen wird noch von den Linken im Bundestag. Da wird sich die Ampelkoalition auch irgendwie zu verhalten müssen.
Und offensichtlich sind alle drei Fraktionen, die hier am Tisch sind, oder Tischchen, dagegen. Ja? Also am klarsten habe ich das gehört von Kirsten Kappert-Gonter mit Begründung. Die anderen haben so ein bisschen sich zurückgehalten, bei Carmen Wegge bin ich nicht ganz sicher, was sie persönlich dazu sagt. Aber jedenfalls passiert es nicht. Ja? Die Ansage ist im Grunde von allen Fraktionen, da geht nichts. Und da stellt man sich schon die Frage, warum noch hunderttausende Strafverfahren, bis die Legalisierung durch ist. Ich glaube, Heidenblut hat sich dazu letztens noch mal geäußert. Da war das auch relativ klar, dass er dagegen ist. Und er hatte auch irgendwie eine Begründung, die ich zumindest so halbwegs nachvollziehen konnte. Aber ich würde es gerne noch mal hier hören jetzt. Wie erklären wir den Leuten oder ihr den Leuten, wieso das nicht gemacht wird? Weil es ja doch ganz, ganz schnell gehen würde, weil es einfach ist, keine Beteiligung im Bundesrat. Das geht schnell. Ein Satz im BTMG anstatt 60 Seiten, wie das grüne Cannabiskontrollgesetz. Man muss eigentlich nur die Menge definieren, wenn man jetzt mal einen Eigenanbau außen vor lässt. 10 Gramm, ja, das wäre die einzige Einigung oder 30 oder was weiß ich, das wäre das Einzige, worauf man sich einigen müsste und zack, wäre die Sache erledigt. Warum nicht? Wer will anfangen? Also, die komplette Legalisierung und die Entkriminalisierung soll so schnell wie möglich kommen, ja? Und sie wird ganz schnell jetzt hoffentlich kommen. Was wir nicht wollen, ist, dass wir auf halber Strecke stehen bleiben. Und es ist eben nicht so im Parlamentarismus, dass man das, was du vorgeschlagen hast, Georg, was vernünftig wäre, weil natürlich die Kriminalisierung unvernünftig ist, ja, Menschen schadet, niemanden nutzt, dass die noch lange weitergeht. Aber es würde einen parlamentarischen Prozess erfordern. Ja, es würde ein Gesetzgebungsverfahren erfordern, es würde Anhörungen im Deutschen Bundestag erfordern, es würde mehrere Abstimmungen, erste, dann zweite und dritte Lösung im Bundestag erfordern. Und das geht eben nicht so, ja? Sondern das sind Prozesse, die dauern. Und das, was wir in den Prozess investieren müssten, würde uns verloren gehen für den Prozess, jetzt sozusagen die ganze kontrollierte Freigabe auf den Weg zu bringen. Und das ist das, worauf wir uns im Koalitionsvertrag geeinigt haben. Und so ein Koalitionsvertrag wird ja nicht vor Piep geschrieben, sondern im Vorfeld wird ganz viel diskutiert. Und es gab auch da am Tisch derer, die den Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, sehr wohl sehr unterschiedliche Positionen. Und es gab auch innerhalb der Parteien, sagen wir mal Parteien, die sehr viel klarer waren, dass wir jetzt vorankommen müssen mit dem Thema als andere. Und das ist das, worauf wir uns geeinigt haben. Und eine Einigung gilt. Und wenn man die jetzt frühzeitig aufkündigt, dann haben wir die Gefahr, dass wir das, was wir an historischer Chance jetzt haben, nämlich noch dieses Jahr einen Gesetzentwurf zu bekommen zur kontrollierten Freigabe, dass wir das gefährden würden. Und das ist das wäre ungeschickt und dumm. Und worauf wir uns koalitionär jetzt schon verständigt haben, und ich glaube auch, dass das etwas ist, was man zusammen mit dem BMG und dem Drogenbeauftragten gehen kann, den Weg, dass sobald das Gesetzgebungsverfahren auf dem Weg ist, und ich hoffe, dass das nach der Sommerpause auf den Weg kommt, dass man dann in dem Zuge auch die Entkriminalisierung macht. Und schneller würde das keinesfalls gehen, sondern wahrscheinlich würde es sogar länger dauern und dann würde die ganze Geschichte sozusagen nach hinten raus viel, viel länger dauern, sodass das sozusagen der sinnvolle, vernünftige und pragmatische Weg jetzt ist. Gut, Prozess verstehe ich, Einigung verstehe ich nicht so richtig, weil ja die Einigung im Koalitionsvertrag die Entkriminalisierung beinhaltet. Das ist ja Teil der Einigung, nur die Frage ist, wann man das macht. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn man einen Eigenanbau mal außen vor lässt, weil da sehe ich keine Einigung bisher. Ja, das wird ja auch nach wie vor kontrovers diskutiert, steht nichts im Koalitionsvertrag. Aber die Abgabe, wenn man die... Okay, naja, spannend. Super, das klingt sehr vielversprechend. Aber gut, das wird bestimmt dann gleich noch gesagt werden. Jedenfalls, das war im Prinzip der Punkt, wieso ich überhaupt vorgeschlagen habe, die geringe Menge so zu entkriminalisieren oder zu legalisieren, den Besitz ohne Eigenanbau, weil eben da die Einigung logisch im Koalitionsvertrag drinsteckt. Wenn ich legal verkaufe, dann kann ich auch legal besitzen, ist ja logisch irgendwie.
Aber gut, also mehrere Verfahren gleichzeitig, das ist dir zu viel. Schauen wir mal weiter. Gibt es da noch irgendwas dazu zu sagen? Oder sagen alle dasselbe dazu? Ich würde das direkt so unterstützen, wie es die Kirsten gesagt hat, aber auch mit dem Blick darauf, dass in dem Moment, wo legales Cannabis abgegeben werden kann, natürlich die Entkriminalisierung auch stattfinden wird und wir aber halt im Vorfeld festlegen müssen, dass wir auch legal zu erwerbendes Cannabis denn dann auch zur Verfügung haben in ausreichender Menge. Weil sonst sehe ich schon das Problem, dass Menschen, die sich vielleicht bisher an die geltenden Regeln gehalten haben, ans geltende Gesetz gehalten haben, weil sie sagen, na gut, es gibt halt jetzt eine Regelung und noch ist es illegal, dass sie sonst tatsächlich einen gewissen Zeitraum lang ausprobieren und sagen, jetzt ist es ja entkriminalisiert, jetzt probiere ich das aus. Und dann haben wir die Zunahme auch von der Problematik beim Gesundheitsschutz in dem Moment, wo ich eben noch kein kontrolliertes Cannabis freigeben kann. Ich weiß, das sehen Sie alle ein bisschen anders. Für mich ist das aber schon auch ein wichtiger Punkt, dass wir tatsächlich in einem Rechtsstaat leben und wo Recht und Gesetz noch in der Form besteht, wie es besteht. Und wir haben uns ja sehr klar dazu geäußert und uns jetzt auch mit den Experten-Hearings im ersten Schritt auf den Weg gemacht, den Prozess einzuleiten, dass wir uns an die noch bestehende Gesetzgebung gebunden fühlen, weil sonst ist kein Gesetz auf Dauer tragfähig. Wir haben erkannt, es trägt so nicht mehr und ich leide mit all denen, die jeden Tag kriminalisiert werden, weil es ja wirklich sehr drakonische Strafen für ja, sehr geringe Delikte sind. Das kann ich durchaus nachvollziehen und verstehen, aber das wäre eben noch mein expliziter Standpunkt dazu. Genau, dann vielleicht noch auch ein kurzer Standpunkt von mir. Ich bin ja gar keine Gesundheitspolitikerin, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen die Exotin hier auf dem Panel. Ich mache das Ganze ja aus der Rechts- und Innenperspektive und ich bin ja auch ganz neu im Bundestag gekommen im September und für mich war am Anfang klar, ja, eigentlich müssen wir sofort entkriminalisieren und habe das natürlich auch mit dem Dirk Heidenblut besprochen, aber habe mich dann auch überzeugen lassen, dass das eben nicht so schnell geht. Ich dachte auch, ja, das kriegen wir doch schnell durch, aber tatsächlich diese Verfahren dauern sehr, sehr lang. Also zum Beispiel ich betreue den 219a, die Streichung davon und den Entwurf hatten wir im Januar und nächste Woche werden wir ihn streichen und das ist nur eine Streichung einer Strafnorm und deswegen dauert das halt einfach wirklich sehr, sehr lang und ist halt eben nicht so, wie man sich das vorstellt. Nichtsdestotrotz glaube ich schon auch, dass man im Zuge von der Legalisierung im Zweifel auch über eine Amnestie sprechen kann. Das ist ja auch immer eine Forderung aus der Community und das werden wir sicherlich diskutieren, weil seit September ist ganz klar, der Wille zur Legalisierung ist da und im Zweifel kann das Parlament oder auch die Exekutive dem durchaus auch Rechnung tragen. Aber in welcher Form das dann passieren wird oder ob es passieren wird, das können wir jetzt natürlich leider noch nicht sagen. Das, also ich meine, viel Applaus habe ich an der Stelle nicht erwartet, von daher rede ich einmal weiter. Aber Georg, vielleicht können wir noch mal sagen, ja? Vielleicht können wir noch mal gemeinsam festhalten, wenn es wirklich gelingt und das liegt sozusagen am Druck aus der Szene, das liegt an der Arbeit des Deutschen Hanfverbands, das liegt aber natürlich auch an der Arbeit von verschiedenen Menschen, die das seit Jahren und Jahrzehnten politisch machen. Wenn es wirklich gelingt, dass wir noch dieses Jahr einen Gesetzentwurf zur kontrollierten Freigabe innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bekommen, ja, dann ist das mega. Und wenn wir da gemeinsam weiter Seite an Seite gehen und das wirklich auch erreichen, und es gibt noch Prohibitionisten in diesem Land, ja, und die müssen noch überzeugt werden, dann sind wir doch einen unglaublichen Schritt gemeinsam irgendwie vorangekommen, ja. Und wenn wir dann in dem Zuge entkriminalisieren, ja, dann das ist richtig was. Und ich finde, dass wir da gemeinsam uns auch drüber freuen können. Auch wenn das jetzt ein Schmerz ist und doof ist und uns alle tierisch ärgert und für viele wirklich einfach unerträglich ist, ja, dass wir da noch nicht so sind. Aber wir waren seit 30 Jahren da nicht, ja. Und jetzt steht es kurz bevor. Und wenn wir das gemeinsam schaffen, das ist richtig gut. Hast du noch geschafft. ja.
Also klar, mittlerweile, nachdem es jetzt wirklich losgegangen ist mit den Anhörungen und so, kann man ja auch ein bisschen zuversichtlicher sein, dass das doch noch irgendwann mal fertig wird da. Kommen wir aber tatsächlich auch zu unserer nächsten, meiner nächsten Frage, die ich da jetzt noch auf dem Zettel habe, nämlich Bundesrat. Mich wundert immer, dass aus dem politischen Raum da so wenig kommt, dass das scheinbar gar nicht so als Problem wahrgenommen wird, wo ich da voll den Alarm mache sozusagen. Ja, das ist echt ein Showstopper mit der CDU da im Bundesrat. Da kommt irgendwie nichts von euren Fraktionen aus eurem Raum. Ne? Wie soll man damit umgehen oder ist das jetzt ein Problem oder nicht? Wieso ist das so still an der Front irgendwie? Ist das ein Problem? Das was? Ja, der Bundesrat ist ein Riesenproblem. Deswegen habe auch ich immer gesagt, wir brauchen in jedem Bundesland, in dem jetzt gewählt wird, eine Ampelkoalition oder Rot-Grün oder halt einfach eine Beteiligung von den Parteien, die auch im Bundestag regieren. Das wäre natürlich schön. Das hätte uns jetzt alles viel einfacher gemacht. Zum Beispiel NRW ist quasi für die Legalisierung jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Aber ja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Und wir hoffen natürlich, dass die Grünen dafür sorgen werden, dass sich NRW enthält bei einer solchen Abstimmung. Die haben nämlich, glaube ich, 9 Plätze im Bundestag. Nein, Enthaltung reicht ja nicht. Die müssen zustimmen. Genau. Meine Kollegin sagt es gerade, wenn alle anderen zustimmen, dann reicht auch eine Enthaltung. Ja, aber also ich sage das immer. Wir haben 2 große Probleme. Das ist das Europa- und Völkerrecht und das ist der Bundesrat. Ja, aber... Achso, du wolltest, ne? Das, was Carmen gesagt hat, kann ich insofern auch bestätigen, dass es auch wieder zeigt, dass Schnellschüsse jetzt fehl am Platz werden. Wenn wir jetzt mit der Entkriminalisierung vorpreschen, dann bin ich mir sicher, dass wir im Bundesrat auf noch mehr Probleme stoßen. Deswegen müssen wir diesen komplexen Prozess wirklich klug durchdacht, koordiniert angehen, dann kontrolliert und konsequent auch in die Umsetzung reingehen. Und ich glaube, dass wir damit auch noch den einen oder anderen Skeptiker überzeugen können, dass wir es wirklich verantwortungsvoll und ernsthaft angehen, ohne dass wir den Sorgen und den, sage ich jetzt mal, nicht ganz so wirklich tragfähigen Sorgen und Argumenten, die die Gegenseite vorbringt, mehr Futter geben, als eh schon da ist. Also Sie haben die Hoffnung, dass tatsächlich ein Bundesland mit CDU-Beteiligung in der Regierung zustimmt im Bundesrat? Habe ich das richtig verstanden? Ich bin eine Liberale und von daher bin ich sowieso vom Grundzug her eher zuversichtlich geprägt, aber die Problematik sehe ich natürlich auch. Umso mehr sollte uns das anspornen, wirklich eine gute Lösung zu finden, dass man vielleicht den einen oder anderen Skeptiker zumindest noch zu einer Enthaltung bringen kann. Und was man ja vielleicht auch noch kurz sagen kann, ist, bei der Union, da geht es ja sehr häufig auch um Wirtschafts- und Kaufkraft und so. Und das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, die Legalisierung ist das größte Wirtschaftsprojekt, was wir in Deutschland wahrscheinlich seit Jahrzehnten auf die Beine stellen. Da liegt so viel Geld in der Luft am Ende des Tages, dass ich schon hoffe, dass man die CDU da in Teilen zumindest auch überzeugen kann. Also wenn es nach der Vernunft ginge, ja, dann würden natürlich auch unionsgeführte Länder zustimmen. Ne? Einerseits aus wirtschaftlichen Gründen, aber natürlich auch wegen Gesundheits- und Jugendschutz. Aber wahrscheinlich geht es eher sozusagen darum, den konservativen Markenkern da irgendwie noch zu finden und hochzuhalten. Und ich bin ja immer der Auffassung, nicht Augen zu und durch zu machen, sondern Augen auf und durch. Und Augen auf heißt, ja, es ist ein relevantes Problem, aber Augen auf heißt eben auch, nicht zu denken, sozusagen schockstarr zu sein, was Problemlagen anbelangt, sondern zu gucken, ob man das sozusagen auch von den Formulierungen her so hinkriegt, ob man beispielsweise Teile auch so regeln kann, dass sie eben nicht bundesratszustimmungspflichtig sind, ja, dass man das dann nachher im Prozess vielleicht nochmal aufteilt. Zum Beispiel die ganze Führerscheinfrage ist eine Frage, ob man die nicht doch im Seitenprozess nochmal mitregelt. Und das sind Sachen, die werden wir jetzt, wenn diese Experten-Hearings gelaufen sind, danach genau sozusagen feingliedrig uns angucken. Und es nutzt uns in diesem ganzen Prozess nichts, wenn wir jetzt schockstarr da sind und denken, sozusagen, das geht nicht, ja, die werden alles blockieren. Ich bin eher dafür, dieses Narrativ auch zu füttern, was auch stimmt, die Legalisierung wird kommen. Und es sollte auch bei den Konservativen Impuls geben, der dann nicht mehr fragt, ob, weil das ist entschieden.
sondern wie. Und da einzuladen und zu sagen, okay, dann sagt ihr Länder, was ihr dafür noch braucht, um bestimmte Sachen umzusetzen. Und da würde ich mich eher so diesem, sagen wir mal, vorsichtigen Optimismus anschließen, ohne dass das jetzt schon fahnenhoch alles ist, easy wäre. Gut, ja, danke. Also klar, Kopf in den Sand stecken ist auch unser Ding nicht. Wir haben ja auch eine Kampagne deswegen gefahren, wir haben mehrere 10.000 Euro ausgegeben, um der CDU klarzumachen, dass wir da ein Problem mit ihr haben, wenn die da dagegen stimmen. Klar können wir nicht jetzt Landtagswahlergebnisse komplett drehen, aber das, was wir beitragen können dazu, haben wir halt zumindest versucht. In einem Bundesratland war ja am Ende ein Erfolg. Weiß nicht, wie viel Promilleprozent wir dazu beigetragen haben, aber ich hoffe schon ein bisschen. In zwei war es nicht erfolgreich bisher, aber ja, hoffe ich mal, dass ihr recht habt und tatsächlich dann doch noch irgendwie irgendein CDU-Landesverband ein Einsehen hat, dass das sinnvoll ist, auch für Law and Order am Ende, wenn man einen regulierten Markt hat, anstatt einen mit kriminellen Fütterungen. Jetzt habe ich nur noch ein paar technische, nerdige Fragen irgendwie und dann seid ihr dran. Deswegen bohre ich jetzt auch nicht groß nach an den Stellen, könnt ihr dann sagen, wo ihr bohren wollt. Ein Hinweis von Artes Göpina war ja jetzt nochmal, er will vor der Sommerpause seine Anträge machen und auch jetzt bei den Anhörungen ging es ja darum, die noch ganz schnell irgendwie vor der Sommerpause zu machen, dass dann die Beamten da in der Zeit rumschrauben können irgendwie an ihren Papieren. Und da draußen sind jede Menge Leute, die dann fragen, so wie Sommerpause? Wieso machen die jetzt Pause? Ja, also wie lange geht das? Zwei Monate oder so seid ihr nicht in Berlin, gibt es keine Sitzungen im Bundestag und so weiter. Bei euren hohen Gehältern, ja, ihr verdient so furchtbar viel Geld, macht zwei Monate nichts. Da frage ich jetzt mal Kirsten, als die dienstälteste hier erfahrene Bundestagsabgeordnete, was hat mit dieser Sommerpause auf sich und ist das nicht unverschämt? Also, ich glaube, wir können jetzt alle irgendwie sagen, ja, die 10 Tage, die ich nach Cuxhaven fahren werde, sozusagen seien mir und anderen auch gegönnt. Ja, vielleicht können wir so irgendwie miteinander auch umgehen. Aber was richtig ist, ist 8 Wochen Parlamentspause heißt nicht 8 Wochen alle drehen Däumchen. Ja, der Gesundheitsausschuss beispielsweise ist der Ausschuss, der am allerhäufigsten in dieser Legislatur schon getagt hat. Ich glaube bald 30 Mal. Für andere Ausschüsse, ich glaube der meiste, der danach getagt hat, irgendwie 17 Mal oder so. Da sitzt meine Büroleitung, kriegt schon wieder einen Knall, wenn ich hier Zahlen nenne, die nur halb stimmen, aber ungefähr die Größenordnung stimmt, glaube ich, Caro. Und das heißt, wir tagen auch in den Nicht-Sitzungswochen sehr, sehr regelmäßig. Und es ist auch wahrscheinlich, dass wir auch in dieser angespannten Lage, wir haben ja auch noch andere wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel eine Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen und mit diesem furchtbaren Krieg umzugehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass auch wir nicht quasi dann im digitalen Raum zusammenkommen, weil das ist ja auch eine Situation. Ja, man muss ja nicht hier in Berlin sitzen, um Arbeit zu machen, aber die praktische Arbeit in den Ministerien und was wir bearbeiten, was wir diskutieren, was wir an Expertinnenbefragungen auch machen, das läuft natürlich trotzdem auch weiter. Und ich empfinde das als total positiv, wenn die Linke da auch jetzt nochmal uns als Ampel, wo ich schon finde, dass wir auch das wirklich richtig gut machen, ja, aber da nochmal so ein bisschen, ja, die ganze Sache würzt, ja, dass wir da ein bisschen mehr Butter bei die Fische kriegen. Und von daher, wenn es dann diese Vorschläge vor der Sommerpause noch gibt und wir sehr zügig dann im September die entsprechenden Anhörungen machen, dann dient das dem Prozess. Das ist eine gute Sache, ja. Okay, also Sommerpause ist berechtigt. Noch so eine nerdige Frage. Jetzt laufen ja gerade diese Anhörungen schon. Ich war ja bei zweien jetzt schon dabei und das ist, von der Regierung geht das jetzt aus. Das war ja lange irgendwie die Kritik von uns allen, irgendwie, dass da nichts vorwärts geht im Gesundheitsministerium, dass Lauterbach keinen Bock auf das Thema hat und so. Und jetzt kam der Startschuss und jetzt fangen die Anhörungen an. Blinert ist der Chef von den Anhörungen, der das jetzt alles irgendwie zusammenschrauben muss. Und das Parlament, also ihr, seid da erstmal außen vor. Also jedenfalls, was die ganze Organisation angeht und so weiter. Ich glaube, ihr hattet aber die Möglichkeit, da reinzuschauen, da irgendwie da euch da quasi so ein Livestream-Port irgendwie gelegt wurde. Habt ihr euch das angeguckt? Alle? Also ganzen Tag?
Der Dirk und ich, wir haben uns das aufgeteilt. Ich bin bei der übernächsten Anhörung mit dabei, wo es dann um Strafvollzug geht und Lizenzen und sowas. Das sind 8 Stunden am Stück und ich glaube, meine Kolleginnen haben da auf jeden Fall reingeschaut und auch ich habe mir alle Termine, die ich an dem Tag schon hatte, gestrichen und mein Plan ist auf jeden Fall, mich da 8 Stunden die Veranstaltung zu gönnen. So. Ja. Gut, also alle 3 Büros sind da am Start, ja, gucken mit. Auf jeden Fall. Ne, sind wichtige Themen, die da nochmal genauer erörtert werden und Details auch nochmal besprochen werden, von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Und ich denke, das kann einfach unglaublich hilfreich sein, für manche Punkte nochmal die unterschiedlichen Sichtweisen in den Blick zu nehmen, die eigene Meinung auch nochmal zu prüfen. Und bei mir sind es auch Termine, die auf jeden Fall fest im Kalender geblockt sind, auch die nächsten anstehenden Termine. Na wunderbar, dann weiß ich zumindest irgendwie oben drüber schweben noch eure Büros und gucken auch mir zu, wenn ich da irgendwas erzähle. Und wenn das jetzt also nicht zu sozusagen schleimig ist, ja, du hast es gut gemacht. So viel dürfen wir, glaube ich, hier sagen. Ja, danke. Hast du den Zamp vom Video gesehen? Darf ich das sagen? Ist ja so ein bisschen unklar, ne? Wie geheim das jetzt so, ist. Es soll ja nicht rausgehen, ne? Machen wir auch nicht. Aber also eine Anerkennung, das ist, glaube ich, im Rahmen dessen, was nicht die Verschwiegenheit verletzt. Ja. Rotwert. SPD, Eckpunkte vor der Sommerpause, da haben wir so nochmal die Sommerpause. Das war deine Ansage, bis zur Sommerpause stehen SPD-Eckpunkte. Wie weit seid ihr damit? Klappt das? Ja, die werden vor der Sommerpause stehen. Ihr werdet das alle aus euren Social-Media-Kanälen dann erfahren. Okay, dann müsst ihr ja schon fast fertig sein damit. Ganz genau. Kirsten hatte schon gesagt, Kappert Gonter, die Grünen machen das nicht mit den eigenen Fraktionseckpunkten, weil das Cannabiskontrollgesetz ja schon da liegt, sozusagen als Vorlage und als nach wie vor geeinigte Grundlage für die Diskussion. FDP, irgendwelche Eckpunkte abzusehen? Wir beraten natürlich auch unterschiedliche Themen intern nochmal genauer. Wir hatten über das Thema Eigenanbau gesprochen. Wir haben auch über das Thema der Abgabestellen nochmal gesprochen. Dann gibt es ein paar juristische Themen, die natürlich im BMJ auch liegen. Auch die Thema der Grenzwerte. Thema der Grenzwerte ist natürlich beim Bundesverkehrsministerium auch mit angesiedelt. Da sprechen wir natürlich intern drüber, aber wir werden jetzt kein großes öffentliches Eckpunktepapier in dem Sinn rausgeben. Aber wir stimmen uns natürlich fraktionsintern ab, sind da auch schon sehr weit. Okay, da müssen ja diese ganzen Impulse und Signale ja auch noch irgendwie bei Blinert abgeladen werden, damit dann im Prinzip seine Eckpunkte, die jetzt aus den ganzen Anhörungen rauszieht, das auch noch mit berücksichtigen. Ne? Sonst wäre das ja Quatsch, wenn man das erst nach dem Entwurf dann irgendwie mit drin hat. Okay. Also was deutlich wird, ja, alle arbeiten, ne? Und zwar richtig doll. Jetzt... Jetzt bin ich ja eigentlich fertig mit meiner Liste, aber jetzt ihr habt das ja noch schön zurückgehalten, diese super Spannungskurve eigentlich, ne, mit der Einigung. Jetzt bitte, was für eine Einigung könnt ihr denn jetzt hier verkünden für uns? Habt ihr bestimmt extra für die Canoco hier absolut brandneue Neuigkeit? Ja, auf geht's. Nee, also eigentlich können wir keine Einigung. Also ich kann zumindest keine Einigung verkünden. Also ich glaube, wir sind alle im Gespräch und wissen so ungefähr, wo die Positionierungen liegen. Und bei uns, wie gesagt, innerhalb der SPD arbeiten wir an unserem Eckpunktepapier, wo es schon innerhalb des internen Prozesses zu einigen Einigungen gekommen ist. Aber das obliegt dann dem lieben Dirk, das dann auch nach außen zu tragen. Na gut, dann will ich jetzt auch nicht verraten, worum es da wahrscheinlich ging. Okay, ihr seid dran. Wer will zuerst? Ja, hallo, Aschgren, mein Name. Und zwar folgendes, ich habe eine Frage. Warum ist das ein Problem mit dem Völkerrecht? Andere Staaten kriegen das auch hin. Also EU könnte ich mir dann schon eher vorstellen. Dann wären wir ja die Ersten in der EU. Genau, also die meisten wissen wahrscheinlich, worum es geht. Es geht um die Single Convention oder das Einheitsabkommen, das auch Deutschland unterschrieben hat. Und tatsächlich
ist dieses Abkommen auch Teil des Schengen-Abkommens, was ja durch einen Beschluss des Rates von 2004 zu sekundärem Europarecht geworden ist. Und in diesem Abkommen verpflichten wir uns dazu, dass es keinen Handel mit Cannabis gibt. Und deswegen hat auch kein einziges Land in Europa bis jetzt legalisiert. Weil wenn wir über Legalisierung sprechen, dann sprechen wir über Handel. Dann sprechen wir über Anbau, also lizenzierten Anbau. Dann sprechen wir über Abgaben, und zwar Verkauf, nicht so wie in den Niederlanden. Überall, wo es in Europa Bewegung gab im Bereich, Bereich Cannabis, geht es immer nur um Entkriminalisierung. Dieses Abkommen erlaubt den Eigenanbau und den Eigenkonsum, aber nicht den Handel mit Cannabis. Und das ist tatsächlich für uns ein Problem. Und deswegen ist es quasi das Nadelöhr, durch das wir springen müssen mit unserem Gesetzesentwurf. Und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das schaffen. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, alles dafür zu tun, damit wir tatsächlich am Ende auch die Legalisierung bekommen, die wir haben wollen. Also ja, genau, das stand ja immer. Deswegen, viele fragen mich ja auch, jetzt sind es noch 15 Tage, bis wir aus der Single Convention raus müssen. Wir haben halt festgestellt, ich habe es gerade schon gesagt, es geht nicht nur um die Single Convention. Wir können da zwar austreten und mit Einschränkungen wieder eintreten, aber das bringt uns gar nichts, weil im Schengen-Abkommen aufs Einheitsabkommen verwiesen wird und dadurch zu sekundärem Europarecht geworden ist. Das heißt, egal, ob wir da als Einzelstaat raustreten oder nicht, es ist Europarecht, was wir da vereinbart haben. Da würde ich gerne kurz mal reingehen. Ich hatte den Eindruck, dass zuletzt die Diskussion im politischen Raum auch von Buschmann in die Richtung ging, nicht auszutreten und zu ignorieren die internationalen Verträge, wie Kanada zum Beispiel auch gemacht hat. Habe ich da den richtigen Eindruck oder geht es doch am Ende darum, irgendwie auf internationaler Ebene, auch jetzt, wenn man das Europaproblem irgendwie geregelt kriegt mit den Nachbarländern im Konsens oder was, was macht man da mit den internationalen Verträgen? Naja, als Juristin gibt es eine bittere Wahrheit oder in dem Falle vielleicht auch eine schöne Wahrheit. Völkerrecht ist an sich ein zahnloser Tiger, sagt man bei uns Juristinnen und Juristen immer, weil es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt, keine tatsächlichen. Also wir könnten es zum Beispiel wie Kanada einfach ignorieren. Das ist natürlich kein guter Stil, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir auf die ein oder andere Art sicherlich irgendwie mit diesem Einheitsabkommen umgehen werden. Aber das viel größere Problem ist in dem Sinne das Europarecht, weil es ist egal, ob wir da austreten oder nicht. Die Verpflichtung bleibt uns erstmal. Ich denke, das können wir morgen auch noch mal ein bisschen ausführen in dem Amnestie-Session. Wenn wir jetzt das Glück haben, dich dabei zu haben wegen Amnestie, dann können wir da vielleicht noch ein paar Minuten abzapfen, um da noch mal die Details noch mal ein bisschen weiter auszuwalzen. Ja, dann hätte ich einfach nur die Frage, wie Sie das sehen. Also was sieht die Politik oder wie sehen Sie sich imstande, Sorge dafür zu tragen, dass Cannabis auch für uns Patienten jetzt schon normal wird? Weil ich habe gerade eben schon einen Stempel gekriegt, dass ich da draußen meine Medizin nicht einnehmen darf und mich dafür verstecken muss, weil da draußen jemand ist, der da was gegen hat. Und mich betrifft das. Also. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn viele Menschen brauchen Cannabis auf Rezept, um verschiedenste Erkrankungen damit zu therapieren. Und da erleben wir immer wieder diese wahnsinnige Stigmatisierung, die Cannabis-Patienten haben und die ganzen anderen Hürden, ne, von bis hin zur Kostenerstattung. Wo kriege ich welches Cannabis, in welcher Variante, in welcher Kombination von THC und CBD? Das wirkt ja auch nicht bei jedem immer gleich. Ja, in welcher Darreichungsform kriege ich? Und das sind große, große Hürden, unter denen die Patienten sehr, sehr stark leiden. Und deswegen ist das auch ein Thema, was wir uns im Gesundheitsausschuss unbedingt vornehmen müssen. Hier die Medizinal-Cannabis-Konsumenten oder Patienten nicht zu vergessen, die Patientinnen und Patienten, um denen auch ihr eh schon schweres Leben etwas zu erleichtern. Und da müssen wir dann vor allem auch bei der Marktöffnung darauf achten, dass hier der Anbau und die Produktion von Medizinal-Cannabis
nicht nach nicht zur Seite wegfällt oder nach hinten runterfällt, denn das kann man zum Beispiel auch in Kanada zum Teil beobachten, dass hier der normale Markt oder der Markt für Recreational Cannabis ein Stück weit den Markt für Medizinalcannabis in der Produktion verdrängt hat. Das ist eine große Sorge, die mich auch umtreibt, wo ich sage, auch das müssen wir bei der ganzen Bereitstellung der Produktionsketten, Lieferketten auch mitdenken, denn diese Gruppe der Patientinnen und Patienten, die ist mindestens so wichtig wie diejenigen, die es zu Freizeitzwecken konsumieren. Und da machen wir uns auch stark dafür. Ja, genau so. Und es ist ein unhaltbarer Zustand, wie wir jetzt die Situation haben für Patientinnen und Patienten. Also, dass wir überhaupt das Medizinal-Cannabis-Gesetz haben, das war ein Meilenstein, das wissen wir alle, ja, gut, aber in Teilen richtig schlecht gemacht. Und die Personen, die Cannabis als Medizin benötigen, ja, wir reden ja nicht davon, ist ja irgendwie nice to have, sondern das ist ein Medikament, ja, Menschen brauchen das, sind, also, werden erstens in Teilen noch diskriminiert. Zum Zweiten haben wir die großen Probleme, was die Kostenerstattung anbelangt. Ja, wir haben immer noch etwa ein Drittel, die nicht sozusagen genehmigt werden. Auch noch Menschen, die früher eine Sondergenehmigung hatten, wo es jetzt keine Genehmigung gibt. Wir haben ganze Diagnosegruppen, die nach wie vor ausgeschlossen sind. Ja, wir haben ein Riesenproblem, was die Begleitforschung anbelangt, weil die sich ja nur auf die Krankenkassendaten bezieht, wo ja substanzielle Gruppen ausgeschlossen sind, die dann gar nicht in die Begleitforschung reinkommen. Wir haben die Situation, dass in manchen oder in vielen Apotheken genau das, ja, was die Ärztin für den Patient, die Patientin verordnet hat, ja, genau das richtige Mischungsverhältnis, das macht man ja auch nicht vor Piep, ja, sage ich mal als Psychiaterin, das überlegt man sich ja sehr, sehr gut, was man da verordnet, ja, und dann, wenn das dann nicht da ist, das ist natürlich sozusagen in jeder Hinsicht frustrierend. Also wir haben viele Problemlagen und wir müssen darauf achten, und das tun wir im Gesundheitsausschuss auch, dass wir den Prozess Verbesserung des Medizinal-Cannabis-Gesetzes parallel machen zu dem Prozess Cannabis for Recreational Use. Das ist nicht derselbe Prozess. Ja, das wäre den Patientinnen und Patienten gegenüber unfair, wenn wir das jetzt quasi zur Seite packen, weil wir so beschäftigt sind mit dem anderen Prozess. Also das muss parallel jetzt laufen. Ja, ich höre nur zwei parallel verlaufende Prozesse. Das triggert mich gerade ein bisschen, aber ich spare mir ja, das. Ja, du willst aber keinen Triple-Prozess, der dann irgendwie die andere Schose auf der Hälfte stehen bleibt. Ja, ich sage ja schon gar nichts. Also, ihr seid dran. Ja, hallo, Fabian Steinmetz. Erstmal vielen lieben Dank, dass Sie sich hier den kritischen Fragen stellen. Und an eine möchte ich noch mal erinnern, weil da hat mir die Antwort überhaupt nicht gefallen. Und zwar ging es halt um Entkriminalisierung sofort. Ich habe das Argument nicht verstanden, dass man dadurch beispielsweise den Bundesrat negativ beeinflusst. Ich würde sogar behaupten, dass das Gegenteil der Fall ist. Und zwar, wenn man jetzt entkriminalisieren würde. Das heißt, für alle Menschen, die hätten die Möglichkeit, sich ihre eigenen Pflanzen anzubauen oder Kleinstmengen zu besitzen, ohne eine Strafe zu bekommen. Das heißt, für die große Masse und auch bezüglich Wählerstimmen, wäre es dann quasi schon legalisiert. Was natürlich dann fehlt, ist der Markt. Das heißt, dann würde man nur noch eine politische Frage stellen. Und das ist, hey, wollt ihr Geld verdienen? Das heißt, in dem Moment, wenn wir entkriminalisieren, ist der Druck sogar noch größer und man könnte viel besser die einzelnen Länder, gerade die mit CDU und so weiter kollieren, abholen. Danke. Ja, das war keine Frage. Ich denke mal, da will niemand was zu sagen. Ich schließe mich dem an, aber ihr seid wieder dran. Hallo, ich bin Olli Waag. Ich schließe mich dem Dank von Doc an, dass ihr auch hier den Fragen stellt. Also ich bin ein bisschen älter und ich habe ein anderes Politikverständnis, weil
Was ihr völlig ausblendet, sind zum Beispiel so Faktoren wie das Polizeiproblem. Ja? Wir haben ein Polizeiproblem und die kommen über das Cannabis rein. Die kommen in die Jugendlichen rein, die gehen in die Schulen, die machen irgendwelche Intimbeschauen und solche Nummern. Ich bin selber ein paar Mal Opfer. Hier sind mit Sicherheit mehrere Leute, die Opfer geworden sind. Und ihr habt einen Auftrag, uns davor zu schützen. So verstehe ich das. So. Ja, hallo, Benjamin Capelle, mein Name. Ich würde gerne den Einwand bezüglich des Anbaus nochmal oder des Marktöffnungs nochmal aufgreifen. Sie sagten ja, Sie wollen das Modell von Kanada quasi nicht wiederholen, dass der Medizinalhanf verdrängt wird. In Deutschland haben wir jetzt ja aktuell, ich glaube, 3 Unternehmen, die anbauen oder produzieren dürfen für den medizinischen Markt. Und ich höre da ein bisschen raus, dass die besonders geschützt werden, wenn der Markt geöffnet wird. Bedeutet das für alle, die jetzt startup-mäßig mal neu einsteigen wollen würden, dass die quasi höhere Lizenzhürden zu erwarten haben, um quasi Investitionsschutz hinter diesen Betonbunkern zu haben und solchen Geschichten? Nein, ich denke, wir dürfen das eine müssen wir tun, ohne das andere dabei zu vernachlässigen. Das heißt nicht, dass wir den Marktzugang so streng regulieren, dass keine kleinen und mittelständischen Unternehmen oder Startups hier ihren Markteintritt machen können, weil ich glaube, dass das einer der Faktoren ist, wie die Legalisierung gewinnen kann oder gelingen kann, dass wir wirklich einen Schwung an Unternehmensbildungen haben, einen Schwung an Startups. Vor allem, ich denke, ich bin vom Ursprung her auch Mittelständlerin aus einem anderen Bereich zwar, aber für mich ist es wichtig, dass wir hier den kleinen Firmen, den kleinen Unternehmen eine Möglichkeit geben, in den Markt einzutreten und mit kreativen neuen Produkten auch den Markt mitzugestalten. Und das ist für mich der Grundsatz. Deswegen dürfen die Hürden natürlich nicht zu hoch liegen. Das heißt, das müssen wir beim Lizenzierungsprozess für die Produktion auch mitdenken. Und dann müssen wir natürlich auch, da sind wir wieder bei dem Thema Schengen-Vertrag und EU-Recht und Völkerrecht, müssen wir natürlich schon auch schauen, weil es sind natürlich einiges an Mengen, die wir brauchen werden, die dann auch verfügbar sein müssen in dem Moment, wo wir kontrolliert abgeben. Das heißt, da müssen wir tatsächlich noch, wie es die Carmen so schön gesagt hat, zusätzlich zu dem Markt in Deutschland, der einen Teil der Produktion darstellen kann, natürlich auch noch durch das altbekannte Nadelöhr unseren Weg finden, damit wir dann wirklich flächendeckend auch eine gute Angebotsstruktur bieten können. Ich glaube, ein Dollar als im Medizinbereich kann man den Anbau auch gar nicht regulieren, als das jetzt der Fall ist, ne? Hallo, Thomas Hock, mein Name. Vorhin gab es zum Thema Bundesrat eine Aussage von Ihnen, Frau Kappert-Gunter, und zwar, wenn alle zustimmen und sich die anderen enthalten, dann würde das durchgehen. Also, soweit ich das weiß oder verstanden habe, benötigt man im Bundesrat eine absolute Mehrheit, das ist von 35 Stimmen. Und alle Enthaltungen gelten als Nein-Stimmen. Momentan sind im Bundesrat 45 Stimmen wegen CDU-besetzten Ländern. Und mit den Wahlen in Niedersachsen, wenn die verlieren würden, hätten die dann erst im Herbst 39 und erst die Wahlen im Herbst danach, nächstes Jahr mit Hessen oder Bayern, könnten sie nochmal 5 bzw. 6 Stimmen verlieren. Dann wären wir erst bei der absoluten Mehrheit pro Legalisierung. Deswegen nochmal, wie haben Sie das gemeint, dass es klappen könnte mit den Enthaltungen und wie stellen Sie sich insgesamt das vor? Ich weiß nicht, ob da fällt der Staat noch mehr zu ein, als bis jetzt gesagt worden ist. Also jedes Land, was sozusagen eine Regierung bekommt, die Zustimmung, ist ein gutes Land. Ja, ich denke tatsächlich, da kommt nicht mehr, als eben kam. So, also das ist, ich sehe das genauso. Das ist tatsächlich so, hast du genau richtig dargestellt, wenn jetzt NRW da nichts reinverhandelt, von wegen, naja, wir stimmen bei Cannabis zu, dann ist das so. Ja, dann müssen wir in Niedersachsen die CDU rauswerfen Ende diesen Jahres im Herbst. Und nächstes Jahr im Herbst sind wir dann mit Hessen, haben wir die nächste Chance. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir halt gucken, ob wir irgendeine CDU oder irgendeinen Landesverband überzeugen. Und wenn nicht, dann haben wir halt ein Problem. Also ich sag mal so, wir als SPD tun auf jeden Fall alles in Niedersachsen, damit wir nicht mehr mit der Union regieren müssen. Und in Hessen versuchen wir das selbstverständlich auch. Ja.
Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Entkriminalisierung. Ein Argument, was ja von Frau Kirsten Kappert-Gonter in dem Zuge gesagt wurde, ist ja, das kostet jetzt nur Ressourcen sozusagen, kostet uns Zeit. Und dazu eine Rückfrage, sind denn nicht zum Beispiel die Strafmaße im Betäubungsmittelgesetz nicht auch generell ein Thema, das man grundsätzlich angehen müsste, nicht nur was Cannabis angeht, auch andere Substanzen? Ich sag mal so, wir haben momentan, also ich bin Schöffenrichter, ich muss es im Zweifel, im schlimmsten Falle dann auch anwenden. Wir haben momentan eine gesetzliche Regelung, die besagt, eine nicht geringe Menge wird mit nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft. Das ist eine sehr hohe Strafe und die würde jetzt auch schon ab 50 Gramm Cannabis zum Beispiel gelten. Bei anderen Substanzen ist es relativ sogar weniger, weil der Bundesgerichtshof da dann auch weniger Konsumeinheiten ansetzt. Und deswegen eben die Frage, muss man dieses Thema Strafmaße im Betäubungsmittelgesetz, die aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß ist, selbst wenn man jetzt vielleicht eine komplette Entkriminalisierung vor allem nicht mehrheitsfähig ist zurzeit, muss man da nicht unbedingt ran. Ich sehe es auch vor Gericht, es sind eben auch ganz oft psychisch kranke Menschen, mittellose Menschen, die es besonders betrifft. Leute, die nur einen Pflichtverteidiger bekommen, die nicht in Revision gehen können. Und die gehen in den Knast und das ist eben auch nicht nur bei hohen Mengen, sondern auch bei geringen Mengen teilweise. Wir haben 2000 Verurteilungen pro Jahr zu einer Freiheitsstrafe, auch bei geringeren Mengen. Das wäre bei Cannabis unter 30 bis 50 Gramm. Das bei anderen Substanzen, wie gesagt, noch weniger. Da gehen auch regelmäßig Leute ins Gefängnis und deswegen denke ich eben nicht, dass es da verschwendete Zeit wäre, da ranzugehen und das wäre vielleicht gut, wenn Sie darauf nochmal eingehen könnten. Also grundsätzlich kann ich für mich sagen, haben wir keinen Dissens und ich glaube, haben wir insgesamt keinen Dissens bezüglich der Aussage, dass Strafe, was ja überhaupt der prohibitive Ansatz ist, hier überhaupt der völlig falsche Weg ist. Ja? Das nutzt niemanden, sondern macht die potenziellen Risiken nur noch schlimmer. Also da haben wir ja null Dissens. Es geht jetzt sozusagen realpolitisch darum, wie kriegen wir am allerschnellsten das allerbeste Ergebnis. Und das ist das, was wir hier sozusagen mit verschiedenen Fokus unserer Argumente nochmal dargestellt haben. Und dass wir grundsätzlich dieses Paradigma, ja, dass Menschen, die Drogen konsumieren, mit dem Strafrecht konfrontiert werden, nochmal hinterfragen müssen. Auch da, glaube ich, haben wir null Dissens. Ich sage, wir machen jetzt den Prozess, kontrollierte Freigabe, möglichst Gesetzentwurf dieses Jahr und machen den richtig großen Wurf. Ja? Und da passen wir nicht, also sozusagen achten wir darauf, dass wir nicht womöglich wegen Prozessen, die uns nicht zum ganzen Ziel führen, die auch nicht deutlich schneller gingen, womöglich das ganze große Ganze gefährden. Ja, das ist sozusagen die Grundpositionierung. Ich halte die für sozusagen vernünftig und valide und ich glaube letztlich in unser aller Sinne, auch wenn es jetzt hier gewisse Dissensen gibt und dass wir grundsätzlich über den prohibitiven Ansatz nochmal auch im politischen Raum sprechen müssen. Ja, das ist richtig. Und meine Position kennen alle hier. Ich halte vom prohibitiven Ansatz gar nichts. Ja, das nutzt niemanden was und führt womöglich noch eher dazu, oder das wissen wir, dass das dazu führt, dass Menschen, die tatsächlich Schwierigkeiten haben mit Drogenkonsum, auch das gibt es ja nun, sich eher später oder gar nicht Hilfe suchen, eben auch aus Angst vor Strafverfolgung. Und das ist in sich schädlich, ja, und überhaupt nicht vernunftgeleitet. Genau, vielleicht ergänze ich einfach noch mal kurz. Also wenn wir natürlich legalisieren, werden wir an die BTMG-Strafnorm rangehen müssen. Was genau das Gesundheitsministerium dann mit den Strafnormen macht, die übrig bleiben, das weiß ich nicht so genau. Ich würde aber auch sagen, dass quasi eine Entkriminalisierung zum Beispiel von anderen Drogen im Teil des Legalisierungsprozesses leider nicht mit dabei sein wird. Aber an die Strafnorm als solches im BTMG muss man so oder so ran.
waren. Also möglicherweise diskutiert man dann tatsächlich auch nochmal, welche Einordnung es dann gibt. Aber Ich würde dann gerne für Cannabis da nochmal hinterhergehen. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt in dem Fall gemeint war, aber es geistert auch so die Frage rum, Cannabis muss aus dem BTMG raus. Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit. Ja, Stichwort Cannabis muss aus der Anlage raus, ist ja klar. Also ich glaube, ich stelle das gar nicht als Forderung, weil ich davon ausgehe, dass das so ist. Ja, dat, aber die Leute sagen immer, die sagt ja keiner, dass das aus dem BTMG rauskommt. Ja, aber ich meine, logisch kommt das heraus, weil sonst ist Cannabis verboten, solange das im Anhang drin steht. Das muss einfach weg. Und insofern bleiben zumindest für Cannabis ja auch die Strafnormen aus dem BTMG nicht übrig irgendwie, ne, für die, die man nichts Neues definiert hat, sondern das ist einfach da raus. Ne? Und ihr müsst was komplett Neues auf die Beine stellen und dann überlegen, okay, was ist denn, wenn ich jetzt bestimmte Grenzen überschreite? Ja? Ich nehme an, nach diesem Wochenende hier werden wir sagen, keine Obergrenze für den Besitz in der Öffentlichkeit meinetwegen. Dann würde die Politik möglicherweise trotzdem das beschließen. Und was ist dann, wenn jemand über der Grenze ist? Das müsst ihr neu definieren und sagen, okay, dann ist die und die Konsequenz. Ich hoffe, dass das eben nicht in dem Sinne ist, dass das dieselben Strafnormen sind, dann plötzlich wieder wie im BTMG, dass man mit einem Bein im Knast steht, wenn man irgendwie 50 Gramm hat oder so, sondern das muss komplett neu eben definiert und überlegt werden. Von daher, vielleicht sagt er mal kurz, ja klar, muss Cannabis aus dem BTMG raus. Ja, ist das so, sehe ich das richtig? Na, so einfach ist das nicht. Also es wird selbstverständlich weiterhin Straftaten geben, die auch im Zusammenhang mit Cannabis stehen. Ja, sag ich also, ja. Ja, klar, klar. Wenn, genau. Ja. Also zum Beispiel der illegale Handel mit Cannabis wird weiterhin strafbar sein. Nee, nur rein ganz technisch. Soll Cannabis in der Anlage 1 mit dem drin bleiben oder kommt das da raus? Also das kommt ja auf die gesetzliche Ausgestaltung drauf an. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so ein Gesetz zu machen. Entweder man macht das so, wie die Grünen das zum Beispiel vorgeschlagen haben in der letzten Legislatur. Man macht ein Cannabis-Kontrollgesetz, was quasi in sich geschlossen einen eigenen Rechtsrahmen bildet. Oder man sagt, okay, wir streichen jetzt aus dem BTMG die und die Vorschriften raus, dafür fügen wir die und die ein. Und das ist quasi eigentlich ein formaler Weg, für den sich der Gesetzgeber entscheidet. Deswegen kann man das auch nicht so einfach sagen, es kommt einfach raus aus dem BTMG und das hat sich's. Wir wissen einfach noch nicht, was für einen Gesetzesentwurf wir am Ende vorliegen haben. Und ja, möglicherweise steht Cannabis kein einziges Mal mehr im BTMG drin, möglicherweise aber auch nicht. Okay, höre ich zum ersten Mal. Also dann im Prinzip Regelungen des Cannabishandels innerhalb des BTMG und da die ganzen Paragraphen reinschreiben und so. Könnte sein. Halte ich tatsächlich für nicht so stilecht, aber vielleicht möchte das BMG das und dann werden wir das so machen. Interessant. Naja, weiter geht's. Antonia Menzel, danke auch für die spannende Diskussion, die wir hier hören können. Meine Frage richtet sich an die Abgabestellen. Es steht ja im Koalitionsvertrag, kontrollierte Abgabe in lizenzierten Geschäften. Wie kann man sich das genau vorstellen? Werden das Fachgeschäfte sein, Fachgeschäfte mit Konsummöglichkeit? Werden das auch Apotheken sein können? Wird es der Versandhandel sein können? Das klingt noch sehr, sehr schwammig im Koalitionsvertrag. Und ich glaube, uns interessiert natürlich auch, wie der Lizenzierungsprozess allgemein gestaltet wird. Also wenn Sie da schon in der Diskussion etwas weiter sind, freuen wir uns über Inhalte. Also es wird lizenzierte Fachgeschäfte geben. Darüber besteht eine Einigung. Das heißt, das sind Geschäfte, wo geschultes Personal definiert Zutritt ab 18 Cannabisprodukte in einer noch zu definierenden Vielfältigkeit verkauft. Ob auch Apotheken solche Lizenzen beantragen können, ja, darüber sprechen wir noch miteinander. Ich sag mal, was meine Position ist. Ich bin sehr der Auffassung, dass nicht Apotheken das grundsätzlich machen sollten. Ja? Und zwar aus verschiedenen Gründen. Worüber wir eben schon diskutiert haben, diese Vermischung aus sozusagen Medikamente, Medizinalcannabis überhaupt, die ganze Frage, ne, verordnungsfähige Sachen und so mit Recreational Use, das finde ich bringt uns in eine
Situation, die niemandem gerecht wird. Ja? Die wird nicht den Patienten gerecht und die wird auch nicht den Userinnen gerecht für Recreational Use. Wir haben in Apotheken die Situation, dass sie nicht definiert über 18 sind. Dann müsste man gucken, wie man da Nebenräume schafft. Ja? Wir haben nicht automatisch Apothekerinnen, die das erfüllen, was wir denken, was auch in der Beratung von lizenzierten Fachgeschäften vorgehalten werden sollte und so weiter. Das wären alles Gründe, warum ich der Auffassung bin, dass wir sagen, extra Geschäfte etablieren müssen, die es jetzt noch nicht gibt. Ob wir nachher zu dem Ergebnis kommen, und ich würde das für schlau halten, aber da reden wir noch miteinander drüber, dass wir sagen, in, zum Beispiel im ländlichen Raum, wo es unattraktiv ist, sich mit einem lizenzierten Fachgeschäft quasi zu etablieren, wo wir aber eine Apothekenstruktur haben, wo es vielleicht eine Apothekerin gibt, die sagt, ich möchte eine Lizenz beantragen und schaffe dafür eine kleine Dépendance oder so. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir das als Ausnahme zulassen, um da bestehende Strukturen zu nutzen. Aber grundsätzlich müssen wir definieren, lizenzierte Fachgeschäfte sind neue Geschäfte, die erstmal mit Apotheken nichts zu tun haben. Ich möchte das ergänzen. Ich denke, Sie haben wahrscheinlich eh schon alle in der Richtung wahrgenommen, dass ich als Liberale das etwas pragmatischer sehe und von einem anderen Blickwinkel sehe. Für mich steht vor allem im Vordergrund, dass wir, wenn die Legalisierung durch ist, es tatsächlich schaffen, überall, möglichst überall lizenzierte Abgabestellen, ich sage auch ganz bewusst nicht Fachgeschäfte, sondern Abgabestellen oder Geschäfte haben, wo wirklich flächendeckend bundesweit dann auch legal Cannabis gekauft werden kann. Und da ich ja auch aus dem ländlichen Raum komme, kenne ich da ein bisschen so die Strukturen. Deswegen gehören für mich Apotheken dazu, aber, ich sage hier ganz klar, aber nicht als Muss, denn ich kenne natürlich auch Apothekerinnen, Apotheker, die sagen, das kann ich mir mit meinem Berufsethos, das kann ich nicht vereinbaren, das macht keinen Sinn, das möchte ich nicht. Deswegen ist es für mich eine Kann-Möglichkeit. Ich kenne nämlich genauso auch Apothekerinnen und Apotheker, die sagen, ja doch, das kann ich mir gut vorstellen, die eine eher liberale Einstellung zu Cannabis haben und die das sehr gut auseinanderhalten können, das Thema Medizinalcannabis und Recreational Cannabis. Also da denke ich, das können wir über Lizenzen regeln. Und dann bin ich auch jemand, dass, also ich persönlich spreche mich auch für die Möglichkeit eines kontrollierten Online- oder Versandhandels aus. Auch das, da bin ich der Meinung. Da bin ich der Meinung, dass man das zum einen in den Lizenzvergaben gut regeln kann und dass es auch durchaus technische Möglichkeiten gibt, gerade die wirklich wichtige Alterskontrolle festzustellen. Ich denke da zum Beispiel dran, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon mal online ein Konto eröffnet und sich da verifizieren müssen, wo man dann den Ausweis neben sein Gesicht halten muss und gleichzeitig in der Videokonferenz ist. Das heißt, da ist auf jeden Fall sichergestellt, dass der Ausweisinhaber auch derjenige ist, der auf dem Bild ist. Na, also solche Verfahren kann man da nutzen und dann müsste man natürlich auch im zweiten Schritt sicherstellen, dass da, wo dann das Produkt übergeben wird, tatsächlich auch nochmal eine Alterskontrolle stattfindet, weil das ist der wichtige Punkt, dass man hier nicht Möglichkeiten schafft, dass sich Jugendliche einfach ohne weitere Kontrolle legal Cannabis besorgen können, denn das würde ja die ganzen Jugendschutzbestrebungen ad absurdum führen. Also das ist mein Ansatz hierzu. Ja, und ja, dann ich würde vielleicht noch online, die Position der SPD beziehungsweise meine Position in der Sache vielleicht nochmal sagen, ich würde es tatsächlich auch eher von der pragmatischen Richtung sehen. Wir haben gesagt, wir wollen das lizenzieren, das heißt eine Lizenz, da muss man gewisse Anforderungen erfüllen und wenn Apotheken das auch können, dann können sie das.
Aber wir wollen nicht, dass es nur Apotheken sind. Das ist mal so das eine. Und das andere, was Sie da gerade gefragt haben, das wurde jetzt hier auf dem Podium noch gar nicht beantwortet, aber das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Darf man da auch konsumieren? Sagen wir mal so, wir wissen ja, in Innenräumen ist in den meisten Bundesländern Tabak zumindest mal verboten. Das heißt, man muss dann erstmal darüber sprechen, was bedeutet das für solche Fachgeschäfte, wenn man da konsumieren kann. Dann darf man quasi keinen gedrehten Joint mit Tabak innen drin rauchen. Das würde zumindest mal die Konsumarten ein Stück weit einschränken. Dann haben wir da möglicherweise Kekse, Kuchen, Tee, was auch immer. Wollen wir, dass das quasi so einen Kaffee-Charakter hat? Und dann ist aber wiederum die Frage, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir kommen tatsächlich auch schon die Bars an und sagen, ja, kann ich denn als Bar, die halt quasi Alkohol ausschenkt, tatsächlich auch so eine Lizenz bekommen? Und dann sind wir da quasi im Mehrfachkonsum drin. Und das, ohne die Frage abschließend zu beantworten, kann man da konsumieren oder nicht? All diese Fragen muss man sich halt stellen. Also möchte ich quasi, dass eine lizenzierte Abgabestelle gleichzeitig auch eine Bar sein kann? Und zumindest mal mein Bauchgefühl sagt nein. Und weil wir ja auch im Sinne der Legalisierung Gesundheitsschutz sehr weit nach vorne stellen. Deswegen ist es ja auch im Gesundheitsministerium. Und zumindest meine Anforderung an so eine Beratung in einem Fachgeschäft wäre, dass man tatsächlich auch beraten wird. Und ich frage mich, ob ein Barkeeper das an der Stelle irgendwie machen kann. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum ich gegen den Online-Versandhandel bin, weil ich sage, da fällt ein wichtiger Bestandteil weg des Gesundheitsschutzes, den wir da beim Online-Handel nicht mehr gewährleisten können. Ja. Ja, jetzt habt ihr ja schon richtig so kleine Koalitionsverhandlungen getriggert. Lass mal noch ein bisschen laufen. Ne? Nein, ist interessant. Aber genau so ist das ja. Wir treffen uns ja sehr, sehr regelmäßig und reden. Und wir haben noch keine finale Position zu der Frage, schaffen wir also mit einer politischen Rahmung Orte, wo gemeinsam konsumiert werden kann? Und wenn ja, docken wir die an, die lizenzierten Fachgeschäfte an, ja oder nein? Dazu haben wir noch keine Position, aber darüber reden wir. Und ich, also mir geht es zumindest so, dass mir das total einleuchtet, dass wir nicht mit einer Substanz, die ja ganz viel auch davon auch lebt, dass man die gemeinsam konsumiert, dass wir das alles ins Private verdrängen, ja, und dann keine Räume, Rahmen, ja, wo einfach Konsum miteinander möglich wird. Und darum glaube ich, werden wir uns final darauf einigen, dass wir sozusagen definieren, ja, wo das möglich ist im irgendwie öffentlichen Raum und wo auch nicht. Da muss man natürlich Jugendschutz und diese ganzen Sachen sicherstellen. Und das, was du angesprochen hast mit den Nichtraucherschutzgesetzen, wir haben ja Ausnahmen, ja, es gibt ja sogenannte Raucherkneipen. Ist das eine Variante oder will man das auch wieder nicht, weil man dann sagt, dass alle, die irgendwie Cannabis konsumieren, dann automatisch auch passiv rauchen müssen. Also diese ganzen Sachen, das ist überhaupt nicht trivial, ja. Aber ich glaube, dass da nicht nur der Teufel, sondern vielleicht auch der Engel im Detail liegt, ja. Und es wäre, wenn wir das schon alles jetzt machen, aus meiner Sicht ungeschickt, wenn wir sagen, also Leute, vereinsamt mal und macht das alle nur bei euch zu Hause. Das leuchtet mir nicht ein. Ja, schöner Einblick sozusagen, wie viele verschiedene komplizierte Debatten zu führen sind. Also zu den Apotheken für den ländlichen Raum und Versorgungsengpässe fällt mir immer ein, so, weil gibt es nicht auch wenig Schuhgeschäfte im ländlichen Raum und müssten da nicht Apotheker auch Schuhe verkaufen? Also da kann man ja schöne Schuhe sind ja auch sehr, sehr wichtig. Ja, muss man. Orthopädische da kann man vielleicht ja, dann nur noch man oder kann so. Ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Ich denke, das Wichtige ist, dass wir uns die Standpunkte anschauen, die Standpunkte austauschen. Es gibt auch Argumente für Versandhandel, gegen Versandhandel. Auch da im ländlichen Raum ist Amazon und andere Versandhändler, auch Online-Schuhhändler gibt es da zuhauf. Da müssen wir halt noch mal genauer drüber sprechen, wie man das Ganze regeln kann, für was man sich einigt. Da ist es aber so, wie
die Kolleginnen schon gesagt haben, für manche Punkte ist es jetzt noch zu früh mit einer wirklichen Einigung, weil wir das tatsächlich noch ausdiskutieren müssen. Und dazu gibt es ja zum Beispiel auch Experten-Hearings. Jetzt die Runden, die jetzt laufen, gibt es ja zu verschiedenen Themen, aber dann natürlich auch im weitergehenden Prozess, im ganz normalen parlamentarischen Verfahren, gibt es ja auch entsprechend Anhörungen zu einzelnen Themen nochmal. Und da denke ich, würden wir uns schon auf das eine oder andere einigen können, aber es ist noch zu früh, jetzt da wirklich eine ja, festgezurrte Einigung zu verkünden. Ja, Roland Hoffmann, Handverband Rhein-Neckar. Ich möchte mal anknüpfen an meinen Vorredner. Kirsten Kappert-Gonter, vielen Dank für das ausführliche Statement dazu. Und zwar geht es hier jetzt heute um die Droge Cannabis. Und das Problem geht aber nach der Legalisierung weiter. Und ich möchte auch an die anderen beiden Parteien oder überhaupt an alle anderen anderen Parteien appellieren, die Entkriminalisierung aller Substanzen mindestens am Beispiel Portugal. Tja. Steht nichts im Koalitionsvertrag zur Entkriminalisierung aller Drogen? Wie sieht es aus? Passiert nichts, wa? Steht nichts drin und ich sage euch auch ganz ehrlich, ich bin so froh, wenn wir das mit der Legalisierung schaffen. Und dann können wir darüber sprechen, okay? Aber vorher müssen wir, glaube ich, alle Kraft und Energie da reinstecken. Ja, ich bin der Erik und ich habe eigentlich drei Punkte, die mich interessieren. Ich weiß nur nicht, ob ich es jetzt alle drei nochmal hinkriege. Also zum Ersten, was ist eigentlich mit Karlsruhe? Denn das liegt ja, glaube ich, jetzt schon seit 3 Jahren vor. Also und auch nicht nur vom Richter Müller, sondern inzwischen von 3 Richtern. Und da ja der 18.09. mein 60. Geburtstag ist, ich hoffe nicht, dass ich da schon einen legalen Joint rauchen kann, aber es wäre trotzdem schön, wenn dieses Jahr, wenn da auch mal was zu hören wäre. Vielleicht weiß der Herr Wurt da was zuzusagen. Und dann das Zweite war, die Idee, die ich hatte, wie wäre es denn, wenn Ärzte oder auch Heilpraktiker Lizenzen erhalten könnten, um also in der Richtung Social Club. Also dass also Ärzte zum Beispiel Cannabis anbauen dürfen. Und das Dritte ist also nochmal ein Dank an die 3 Politikerinnen, die hier vorne auf dem Podium sitzen, dass sie also uns oder auch mich vertreten, denn ich stelle mir das so vor, dass es nicht so einfach ist, im Parlament mit Politikern wie zum Beispiel Herrn Spahn, der also so Totschlagargumente bringt, wie Jesus hat Wasser in Wein verwandelt und nicht Gras in Marihuana. Da kann man dann eigentlich nur darauf antworten, Jesus ist auch auf einem Esel geritten und hat keinen Tesla gefahren, ja. Aber das war's eigentlich. Okay. Sagen wir das. Also Cannabis Social Clubs, Anbauclubs finde ich den spannendsten Teil davon. Dank ist schnell erledigt sozusagen. Nehmt ihr gerne an und nehme ich mal an. Und das mit dem Bundesrat geht wahrscheinlich auch, mit dem Bundesverfassungsgericht geht auch schnell. Niemand weiß so genau, wann die das machen und zu befürchten ist oder könnte sein, dass die eben jetzt, wo der Gesetzgebungsprozess jetzt wirklich ernsthaft losgeht, den vielleicht auch noch abwarten. Ist hier noch irgendwas zuzufügen? Dann Anbauclubs. Wer will? Ja, also ich erzähle jetzt wahrscheinlich nichts Geheimes, wenn ich sage, wir als SPD haben immer schon Sympathien für Vereinsarbeit gehabt. Die Vorläufer unserer Partei waren Bildungsvereine tatsächlich. Das heißt, das Modell Cannabis Social Clubs finde ich
sehr, sehr gut. Wir haben da wunderbar das deutsche Vereinsrecht dafür, was man darauf anwenden kann. Und vor allem hat man da die wunderbare Möglichkeit, sowohl quasi eine Gesundheitssatzung zu erlassen, als auch eine Mitgliedssatzung, und gemeinsam zu konsumieren ist sowieso besser als alleine zu konsumieren. Und deswegen, juhu! Ist das eine persönliche Meinung oder eine Fraktionsmeinung? Also wenn es jetzt eine Fraktionsmeinung wäre, dann müssten wir ja darüber abgestimmt haben in der Fraktion. Das haben wir aber nicht. Aber ich würde sagen, das ist eine Meinung der Menschen, die wichtig für die Cannabis-Legalisierung sind. Irgendjemand gegen Anbauclubs? Nein, nein. Ich denke, das ist was, was man im Rahmen des Themas Eigenanbau mitregeln wird und mitdiskutieren wird. Und ich persönlich habe da keinerlei Abneigungen dagegen. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen, weil es ja auch was mit Eigenverantwortung und Eigeninitiative zu tun hat, wenn sich Menschen zusammenfinden, einen Verein gründen. Also da sehe ich aus liberaler Perspektive, ich persönlich jetzt da keinen Kontrapunkt. Ja, ich kann ja noch ergänzen. Also das eine ist ja die Debatte Eigenanbau und dann die Debatte, sozusagen erlaubt man das auch in Social Clubs, nicht nur gemeinsamen Konsum, sondern auch das sozusagen Bündeln dessen, was Einzelpersonen anbauen dürfen. Und sowohl meine Position als auch die von Bündnis 90 Die Grünen ist ja bekannt, dass wir finden, ein Prozess zur kontrollierten Abgabe und Legalisierung muss den Eigenanbau inkludieren, weil das alles andere ist auch sozusagen in sich überhaupt nicht schlüssig, ja? Dass wir eine Substanz legalisieren und dann aber sagen, auf deinem Balkon darfst du das nicht machen. Also das ist, das wüsste ich gar nicht, wie man das dann wieder erstens argumentieren sollte und zweitens gesetzlich fassen sollte. Und ich hoffe sehr, dass wir uns zügig in der Ampel auch in die Richtung entwickeln. Und ich bin ein optimistischer Mensch sowieso grundsätzlich. Carsten hier, bei mir geht es um Grenzwert, und zwar, wir sind uns ja alle einig, dass wir vernünftige Grenzwerte für Führerschein haben müssen, dass eben nur jemand seinen Führerschein verlieren kann, der entsprechend gerade unter Einfluss fährt. Jetzt ist es so, dass oft gesagt wird, dass man das an Alkohol an, irgendwie mit dem Alkohol zusammen verknüpfen sollte, dass es da gleich ist. Beim Alkohol ist es nun so, wenn ich betrunken auf der Straße laufe, kann ich meinen Führerschein verlieren. Sollte es dann auch beim Cannabis so sein, dass wenn ich gerade einen Joint geraucht habe und aus der Tür gehe und, keine Ahnung, der bayerische Polizist meint, da schauen wir jetzt mal, ob der zu viel hat, dass man dann den Führerschein verliert. Das sehe ich als sehr unsinnvoll an. Wie ist da die Meinung dazu? Soll ich mal anfangen? Gerne. Also, grundsätzlich bin ich der Auffassung, wer berauscht ist, fährt kein Auto. Wer Auto fährt, ist nicht berauscht. Punkt, ja. Das gilt für Cannabis, das gilt für Alkohol, das gilt für alle anderen Substanzen. Im Moment haben wir aber, das wissen ja alle hier, eine Gesetzgebung, die komplett irrational ist, ja. Dass wir im Moment die Situation haben, dass Personen, die im Besitz von Cannabis sind, wegen des Besitzes, nicht etwa weil sie irgendwie damit Auto gefahren werden oder berauscht wären, den Führerschein abgeben müssen. Das ist natürlich etwas, was wir ändern müssen, weil es dafür überhaupt gar kein Rational gibt. Jetzt ist das mit den Grenzwerten, also sozusagen das muss man abschaffen. Ja, wer Besitz hat, hat halt Besitz. Gut, wenn er dann kein Auto fährt, ist eben gut. Mit den Grenzwerten, und das wissen ja auch alle hier anwesend, aber nur, dass es nochmal gesagt ist, auch sozusagen, dass wir da alle auf einem Stand sind, ist das ja bei Cannabis nicht ganz trivial. Bei Blutalkohol, der sich dann auch in dem Röhrchen, im Atemalkohol sozusagen, also eins so manifestiert, dass man darauf auf den Blutalkohol Rückschlüsse ziehen kann, kann man auch in der Regel, außer es ist ein pathologischer Rausch und diese ganzen Sonderfälle, die ja sehr selten sind, einen Schluss daraus ziehen, wie
fahrtüchtig eine Person noch ist. Ja, das ist Alkohol, Fahrtüchtigkeit gehen sehr eng Hand in Hand. Das kann man wissen, das ist einfach. Bei Cannabis ist das anders, weil wir wissen, dass wir Cannabiswerte im Blut nachweisen können, wo eine Person überhaupt nicht mehr berauscht ist und die noch nicht mal belegen, dass der Konsum heute, gestern, vorgestern stattgefunden hat. Das alle wissen wir, ne, dass es sich die Abbauprodukte auch in den Fettzellen sozusagen ablagern, und wenn ich gerade mal irgendwie einen Tag lang nicht gegessen habe oder gestern joggen war oder so, kann auch noch mal im Blut ein Cannabis-Grenzwert überschritten werden. Und das ist eben etwas, was wir sozusagen wissen und gesetzgeberisch irgendwie fassen müssen. Und das heißt, wir müssen uns auf Grenzwerte einigen, die relativ wahrscheinlich sagen, da ist dann eine Person auch berauscht. Aber das ist, da gibt es ja unterschiedliche Studien zu, ja? Ob das jetzt 3, 5 oder 10 Nanogramm sind. Das werden wir letztlich politisch entscheiden müssen. Ja? Und ich, also sagen wir, werden politisch entscheiden müssen, dass wir nicht den Besitz, der ist dann ja eh legal, ja, das heißt, dann darf der Führerschein auch nicht weg, das ist das Erste, was klar ist, und dann müssen wir einen Grenzwert, der nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sehr wahrscheinlich bedeutet, nicht berauscht, festlegen. So wird so ein Prozess sein. Aber also das habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Ja, ich komme ja selber aus Bayern. Also wenn man Fahrrad fährt, dann ja, weil dann ist man nämlich Verkehrsteilnehmer und dann ist das so. Wenn man 1,4 Promille hat, dann kann das Auswirkungen auf den Führerschein haben. Wenn man aber eine Straße entlang torkelt, kann das keine Auswirkungen auf den Führerschein haben. Das habe ich wirklich noch nie gehört und ich wüsste auch nicht, nach welcher Vorschrift das geht. Wirklich nicht. Aber was man schon noch mal sagen muss, was man nicht vergessen darf in der Debatte, ist auch die MPU, weil da ist es ja momentan so, die kriegt man, wenn man diesen Grenzwert reißt, und bei Alkohol kriegt man sie nur, wenn man besonders weit über dem Grenzwert hinaus liegt. Und ich glaube, das muss man auf jeden Fall mitregeln. Ja, also nur wenn man jetzt den politisch entschiedenen Grenzwert reißt, heißt das nicht, dass man automatisch eine MPU bekommen soll, sondern auch hier, da bin ich zumindest der Meinung, muss man das dann eben an den Alkohol anpassen und definieren, was ist denn dann auch wieder hier der Grenzwert, wo man sagt, das ist jetzt so erheblich drüber, dass man eine MPU braucht. Also nur das nochmal einen kleinen Randaspekt, um das noch mit aufzunehmen. Ich wollte auch noch einen Randaspekt ergänzen, denn ich sehe das ähnlich wie Kirsten. Für mich ist auch ganz klar, im akuten Rauschzustand, egal durch welches Suchtmittel oder egal durch welche Droge, sollte weder ein Auto noch ein Fahrrad geführt werden in dem Zusammenhang. Denn als Verkehrsteilnehmer kann auch als Radfahrer sehr, sehr viel passieren. Man kann auch hier andere Menschen schwer schädigen. Aber was beim Cannabis für mich noch die Herausforderung auch ist, dass wir auch natürlich entsprechende Messverfahren entwickeln müssen, wie wir den tatsächlich akuten Rauschzustand in dem Moment auch feststellen können. Beim Alkohol können wir das ja über den Alkoholgehalt in der Atemluft sehr klar. Das gibt sehr deutlichen Hinweis darauf, dass dann wahrscheinlich der Blutalkohol auch entsprechend hoch ist. Bei Cannabis ist es gerade bei Dauerkonsumenten etwas schwieriger, meine ich. Also da müssen wir auch noch mal gucken, wie das technisch gelöst werden kann. Also das sind Dinge, die wir in dem Zusammenhang natürlich auch mitdenken müssen und auch mitdenken werden, damit es dann nicht an der praktischen Umsetzung scheitert. Gut, ein bisschen können wir noch weitermachen, glaube ich. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Luke, ich bin Cannabis-Dokumentarfilmer und ich würde gerne alle im Raum mal ganz kurz einladen, diese Cannabis-Brille einmal kurz abzunehmen und zu schauen, so, wo stehen wir gerade so als Gesellschaft in der Welt? Wir haben einen Krieg, wir haben eine Gesundheitskrise, die nicht gerade erst seit Corona hier ist und in vielen anderen Orten.
Und wir reden hier alle über eine Pflanze, die, wie die meisten von euch wissen, so krass viele Eigenschaften hat und so viel Nutzungspotenzial. Und wir lassen uns immer auf diesen einen kleinen Aspekt beschränken, der halt leider mit sehr viel Bürokratie mit sich zieht. Und ich würde euch auf der Bühne noch gerne Danke sagen für eure bisherige Arbeit. Es ist großartig, dass wir in 2022 endlich da sind, wo wir stehen. Das ist richtig nice. Ja. Und es ist leider auch ein bisschen traurig, dass wir so lange gebraucht haben, dass wir hier stehen und immer noch über genau die gleichen Sachen diskutieren und die gleichen Forderungen stellen und die gleichen Patientenbeispiele bringen müssen, wer alles noch auf Cannabis wartet, wer alles abgelehnt wurde, wie teuer das Cannabis ist. Eine ganz kleine Anekdote von kanadischen Farmern, die ich zu der Legalisierung dort porträtieren durfte, und die haben gesagt, ja, das Cannabis ist jetzt legal hier, es wird aber nur von ganz großen Playern vertrieben, und wir kleinen Landwirte, wir dürfen es leider nicht auf regionalen Biomärkten vertreiben, wie wir es eigentlich vorhatten. Und dann habe ich mich gefragt, ist das eine Legalisierung, die ich möchte? Und ich möchte euch gerne mitgeben und auch alle, die sehr viel über dieses Thema nachdenken, eine Legalisierung darf so aussehen, wie wir sie uns wünschen. Und ich glaube, die meisten von uns haben nichts gegen irgendwelche großen Player, die mit tollen Anlagen hochwertiges, monotones Cannabis herstellen. Das ist großartig. Das soll es auch geben dürfen. Aber so die kleinen Leute, auch die Patienten, die Leute, die für ihre Eltern oder Familienmitglieder, Freunde was abgeben wollen, ich finde, den Leuten sollten wir, auch ihr, ne, wir sind ja ein Kollektiv, keine Steine in den Weg legen. Und deswegen finde ich es voll wichtig, dass wir hier wirklich die Sachen benennen. Und hier wurden gerade Begriffe wie das große Ganze und die Ziele und so benannt. Aber wenn wir wirklich Tacheles reden, so Butter bei den Fische, so welche Ziele streben wir an? Reden wir von Patientenrechten? Reden wir von Menschenrechten? Reden wir von Gesundheitsrechten? Hanf als Nutzpflanze, auch ein riesiger Punkt. Und ich würde euch bitten, das alles mit zu berücksichtigen, damit ihr, und ihr treibt diese Politik offiziell in euren Parteien voran, euch bewusst seid, dass verdammt viele Leute nicht nur in diesem Land überall hinter euch stehen und ganz genau zugucken, was macht ihr für eine Politik, weil das ist euer Auftrag. Und das wünsche ich mir, und ich glaube, da bin ich nicht allein heute. Vielen Dank. Zwei Sätze, okay? Nutzpflanze? Aber bitte, erst. Okay. Ja gut, okay. Also Bernd Berse, mein Name. Ich betreibe schon seit langem diverse sozialwissenschaftliche Studien zu, nicht nur zu Cannabis, sondern auch zu anderen Drogen. Und deswegen ist mir das Thema Forschung bzw. Begleitforschung ein besonderes Anliegen. Zum einen gibt es schon seit langem in Deutschland leider nur eine wirklich katastrophale Studie, die den Konsum von Jugendlichen erforscht. Da werden also 12- bis 25-Jährige telefonisch angerufen. Auch wenn die Mama oder der Papa noch dahinter stehen, sollen sie dann sagen, ob sie in der letzten Woche gekifft haben. Das heißt, es ist wirklich schlechter als in allen Ländern, in denen man legalisiert hat. Und da müsste sich auf jeden Fall was tun, weil das ja wirklich auch immer von besonderem Interesse ist, wie entwickelt sich der Konsum bei den Jugendlichen. Und da wäre es ganz gut, wenn wir das relativ genau wissen könnten. Zum anderen wäre es mir allerdings auch wichtig, auch noch andere Aspekte zu erforschen, gerade was eben den Schwarzmarkt angeht. Und da hoffe ich, dass Sie das auf dem Zettel haben. So, langsam geht's zu Ende. Ich hätte gerne noch eine Frage, weil ich will mal so einen Techniktest machen, ob man das hört, wenn ich jetzt hier so einen Keks esse, während die Kollegen was beantworten. Kollegen. Hi, also ich bin die Carmen. Ich bin im sozialpädagogischen Bereich tätig und ich habe da einfach mal so ein paar Fragen, wie man das in den Griff kriegen will. Also ich komme auch aus Bayern und bei uns werden zum einen Minimalstmengen, also Anhaftungen, wir reden hier von nicht mal 100 Milligramm, also von etwa einer etwas dickeren Fliege, die werden hier bei uns vor Gericht gestellt, sie werden verhaftet und wie kann man das irgendwie regeln, dass Kleinstmengen, also wir haben hier vorhin von 50 Gramm geredet, das ist in Bayern nicht möglich. Wie kann man dazu irgendwie kommen, dass die Grenzwerte irgendwie trotzdem jetzt noch, also vor der Legalisierung, irgendwie einheitlich sind? Es geht nicht, dass so viele Menschen
wenn Sie ein Joint geraucht haben in Bayern, irgendwie verhaftet werden. Wie kann das sein? Ja, ich frage mich auch immer, wie das sein kann. Ich bin da, um ehrlich zu sein, auch ziemlich wütend. Ich habe mir mal zusammen mit meinem Team die Mühe gemacht, rauszusuchen, wie denn die Verwaltungsvorschriften der einzelnen Bundesländer sind. Weil ihr wisst ja, dass es im BTMG eine Vorschrift gibt, die sagt, dass man bei geringen Mengen von Strafverfolgung absehen kann. Und es gibt Verwaltungsvorschriften in jedem Land, in denen gesagt wird, was denn die geringe Menge sind. Und in Bayern sind es 6 Gramm. Ja, interessiert halt nur niemanden. Es interessiert niemanden und leider kann man das nicht einklagen. Das Bundesverfassungsgericht hat schon mal gesagt, dass es eigentlich ein rechtswidriger Zustand ist, weil wenn ich jetzt in Bayern bin oder in Berlin und unterschiedlichen Strafandrohungen ausgesetzt bin, dann ist das eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Und ich bin da ziemlich sauer und deswegen freue ich mich auch, dass das Gesundheitsministerium schneller arbeitet als gedacht. Ich wollte gerne noch was zu dieser Nutzhanfpflanze sagen und dann abschließend zu dem sozusagen Statement, dass wir es hier nicht mit einem irgendwie engen Thema zu tun haben, was wenige Menschen betrifft, sondern mit einem Thema, was sozusagen ganz grundsätzliche Fragen anbelangt. Zur Frage Nutzhanf. Das ist völlig richtig, dass wir auch da natürlich den Nutzanbau neu ordnen müssen. Ja, da gibt es absurde Grenzwerte. Das wisst ihr alle, dass die Bäuerinnen und Bauern, die jetzt Nutzhanf anbauen, wenn sie über eine minimal nur über dem aktuell geltenden THC-Wert sind, sind sie derzeit verpflichtet, ihre ganze Ernte zu vernichten. Ja, das ist natürlich absurd und das muss man natürlich auch im Zuge dieses Prozesses jetzt regeln. Und Hanf ist eine so vielfältig nutzbare Pflanze, als Dämmmaterial, als Seile, als Kleidung und dann die, der sozusagen Gebrauch, über den wir heute sprechen. Und es ist auch eine ökologisch gute Pflanze, ja, die auch für die Böden sinnvoll ist. Also da ist so viel Potenzial, was wir endlich heben sollten. Und vielleicht so als Abschluss, wir haben über Jugendschutz gesprochen, wir haben über Gesundheitsschutz gesprochen, wir haben über Gerechtigkeit gesprochen, aber dieser ganze Prozess hat eben auch eine antirassistische Komponente und ich finde, auch die ist wichtig, dass wir die im Kopf behalten. Gut, ich habe jetzt zweimal gehört, abschließend und zum Abschluss und nehme das ernst. 1,5 Stunden haben wir euch jetzt ausgewrungen. Ja, langsam ist das Hirnmatsche wahrscheinlich. Aber da will ich natürlich den anderen auch die Gelegenheit geben, abschließende Worte nochmal loszuwerden, falls das Bedürfnis besteht. Na, ich bedanke mich auf jeden Fall für die interessanten und spannenden Fragen, für den tollen Austausch und ich freue mich jetzt auch auf die weitere Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Ampelkoalition und ich glaube, das, was jetzt den Abend schon mehrfach rauskam, ist, dass es jetzt wirklich losgeht und dass jetzt die Arbeit wirklich beginnt und dass es wirklich, wirklich zu dem lang angestrebten Paradigmenwechsel kommt und wir bald sagen können, dass Cannabis legal ist und dass alle, die das dann wollen, dann auch legal Cannabis konsumieren können. Und dafür machen wir uns stark und setzen uns ein. Und es kann noch ein klein wenig dauern, aber wir sind ja jetzt guten Mutes, dass es doch schwungvoller und rasanter geht, als wir es uns noch zu Anfang des Jahres gedacht haben. Und das ist doch schon mal ein ganz wunderbares Zeichen. Ja, vielleicht von mir noch zum Abschluss. Mich verbindet ja eine große Liebe zum Weedmob. Und ich habe es auch schon häufiger gesagt. Manchmal wünsche ich mir ein bisschen mehr Vertrauen. Ich weiß, viele wollen es schneller und noch schneller, aber wir wissen ja jetzt auch, wo die großen Probleme meiner Meinung nach liegen. Und ich kann euch nur sagen, ich persönlich und auch meine Kolleginnen und Kollegen tun alles dafür, dass wir durch dieses europarechtliche Nadelöhr hindurchkommen und einen tollen Rechtsrahmen für unsere Legalisierung hinbekommen. Und manchmal dauert das halt länger als 24 Stunden. Und bitte supportet uns dabei
und gebt uns ein bisschen Vorschussvertrauen. Das wäre schön. Ja, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, wir sind hier noch lange nicht fertig, wir können noch stundenlang weitermachen, wir haben noch so viele Fragen, noch so viel zu sagen und so weiter, dann ist das genau richtig. Dann seid ihr jetzt warm für morgen. Morgen machen wir das bis zum geht nicht mehr, irgendwie diese ganzen Details besprechen, bis uns allen wirklich die Birne qualmt. Insofern passt das. Ja, und wenn wir ein bisschen Glück haben, bleiben vielleicht sogar noch die ein oder andere von unseren Gästen noch ein Momentchen hier, wenn wir noch ein Come-Together mit Sektchen und so und wahrscheinlich auch O-Saft, wenn ihr lieber wollt. Mal gucken, ja, vielleicht ist das auch eine Frage, wie laut jetzt der Applaus ist, nochmal dafür, dass ihr da wart. Vielen Dank, soweit bis hierher. Applaus